Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, wir diskutieren seit 30 Jahren über kommunales Wahlrecht, aber so eine Diskussion habe ich nie erlebt, die man nur mit Unterstellungen und auch diese Wahlrecht für alle Migranten und 10% der Bevölkerung ausmachen, auf der Türkei reduziert hat. Das ist fahrlässig. So kann man, ich glaube, so ein ernstes Thema nicht diskutieren. Erstens, Wahlrecht ist ein wichtiges politisches Recht, weil es den Zugang zur politischen Partizipation für die Menschen ermöglicht. Die zweite Unterstellung, Herr Laschet, was Sie gemacht haben über die Einbürgerungen, als ob die Einbürgerung jetzt geschenkt wird hier und alle nicht wollen, weil sie in ihren Staatsangehörigkeit bleiben, das stimmt nicht. Empirische Untersuchungen zeigen, die größte Hindernis bei der Einbürgerung ist die Verhinderung der doppelten Staatsangehörigkeit. Und sehr viele Menschen, haben zum Teil persönliche, zum Teil politische eventuell Gründe, warum sie die deutsche Staatsangehörigkeit nicht annehmen. Aber alle AKP-Wählerinnen und Wähler bewusst nicht deutsche Staatsangehörige ist nicht richtig, weil sie kennen die UETD. UETD ist die Kaderorganisation der AKP in der Bundesrepublik. Fast 80% denen haben eine deutsche Staatsangehörigkeit. Wahlverhalten der Menschen hat mit der Staatsangehörigkeit überhaupt nichts zu tun. Bringen Sie bitte nicht diese Sachen nicht durcheinander. Sonst haben wir keine sachliche Diskussion über. Wir müssten diesen Antrag bringen, weil die CDU und FDP seit Jahren nicht mal AKP gab, diese Wahlrecht verhindert haben und ideologisch verhindert haben. Jetzt versuchen sie natürlich mit tagespolitischen Ereignissen zwanghaft irgendeinen Grund zu erzeugen, warum sie kommunales Wahlrecht ablehnen müssen. Das ist unfair, das ist unlauter, mit diesem Thema so umzugehen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte mit ein paar Zahlen empirisch belegen, warum Einführung des kommunalen Wahlrechts richtig ist, damit man ein bisschen die Diskussion versachlichen kann. Einführung des Wahlrechts für dauerhaft hier lebende Migrantinnen und Migranten, ein sichtbares Bekenntnis zur Einbeziehung der Gleichbehandlung von Menschen mit Migrationshintergrund, die seit Jahren hier leben, arbeiten und Steuern zahlen. Einführung des Wahlrechts fördert die politische Partizipation. Erfahrungen und Ergebnisse, alle empirischen Untersuchungen zeigen in Europa Beteiligung an kommunalem Wahlrecht oder Beteiligung am Kommunalwahlrecht nicht nur damit beschränken, weil sie weitere politische Aktivitäten entwickeln, an politischen Parteien Mitglied werden, in Gewerkschaften Mitglied werden. So gesehen ist diese Unterstellung nicht richtig, dass man nur die Konservativen oder AKP-Anhänger haben. Das hat wirklich damals in der Geschichte in der EU, 86, marokkanische König versucht, an Wahlen in den Niederlanden Einfluss zu nehmen. Das hat gescheitert. Seitdem haben wir in Europa keine Einmischung von anderen Staaten in Kommunalwahlen gesehen. Und diese Unterstellung verbiete ich, weil die Migranten keine homogene Masse sind. Das sind sehr, sehr heterogen. Wir haben, gucken Sie mal, Herr Laschet, die Wahlergebnisse der letzten Wahlen in der Türkei. Wir haben 3 Millionen Menschen aus der Türkei. Davon haben ungefähr 1,5 Millionen Wahlrecht. Wahlbeteiligung war ungefähr 40% und die AKP hat 43.000 Stimmen bekommen. Das heißt, wenn man umrechnet, eine kleine Prozentzahl der Menschen aus der Türkei haben AKP gewählt. Aber wir haben in der Öffentlichkeit den Eindruck, alle Menschen aus der Türkei sind AKP-Anhänger. Entweder erkennen sie die Realität nicht oder wollen sie die Opposition, die hier arbeiten, nicht sehen. Das ist nicht recht.
Einflussnahme durch diese Wahlbeteiligung. Wir haben ja Integrationsräte. Da dürfen alle Migrantinnen und Migranten wählen. Wir haben nach dem Betriebsverfassungsgesetz seit Jahren in Betriebsräten Wahlrecht für diese Menschen. Bis jetzt habe ich eigentlich sowohl bei den Integrationsraten als auch mit den Betriebsräten keine AKP-Anhänger in dem Sinne gesehen. Das ist auch eine Unterstellung. Es gibt einzelne Leute, aber wir können das Wahlrecht nicht von den einzelnen Wahlverhalten einzelner Menschen abhängig machen. Das ist ein Menschenrecht. Das müssen wir eigentlich zu diesen Menschen geben. Wenn es Demokratie so verstanden wird, hätte ich auch ein paar Vorschläge, wie wir in der Bundesrepublik mit dem Wahlrecht umgehen könnten. Aber Demokratie ist eigentlich schwierig. Wahlrecht ist Menschenrecht, da können wir davon nicht abhängig machen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Ünal.